Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge hier bei Bewusstsein TV. Der heutige Tag, der 8.4.2024, ist wahrlich magisch. Nicht nur, dass wir eine faszinierende Sonnenfinsternis erleben dürfen, die uns die Macht und Schönheit des Universums vor Augen führt. Nein, auch mir persönlich ist heute etwas Außergewöhnliches passiert, das mich zutiefst berührt hat. Schon beim Aufstehen spürte ich eine tiefe innere Führung, die mich sanft zu einem bestimmten Strand lenkte. Meine Intuition war so klar und liebevoll, dass ich mich voller Vertrauen anzog, wie von einer höheren Macht geleitet. Dabei wählte ich unwillkürlich ein strahlendes, orangefarbenes Oberteil und erdverbundene, braunfarbene Kleidung. Noch konnte ich nicht erahnen, welch wundervolle Bedeutung und tieferen Sinn diese intuitive Farbwahl in sich trug, doch mein Herz war erfüllt von freudiger Erwartung auf die Schätze und Erkenntnisse, die dieser besondere Tag für mich bereithielt. Mit jedem Moment spürte ich, wie mich eine geheimnisvolle Kraft näher zu meiner Bestimmung führte, bereit, die verborgenen Botschaften des Universums zu empfangen. Als ich dann am Strand spazieren ging, fiel mein Blick plötzlich auf etwas Leuchtendes, das in der Sonne glitzerte. Beim Näherkommen traute ich meinen Augen kaum. Es war ein wunderschöner, großer Bernstein. In exakt denselben Farben wie mein Outfit. Er strahlte so hell, dass man ihn unmöglich übersehen konnte. Und das Seltsame war, er schien wie aus dem Nichts aufgetaucht zu sein, als hätte ihn eine unsichtbare Hand genau für mich dort platziert. In diesem Moment wurde mir klar, dass hier geheimnisvolle Kräfte am Werk waren. Der Bernstein fühlte sich an wie ein kosmisches Geschenk, das mir genau an diesem besonderen Tag der Sonnenfinsternis zugespielt wurde. Und je mehr ich über die Bedeutung dieses Steins nachdachte, desto klarer wurde mir, dass er eine wichtige Botschaft für mich bereithält. Bernstein gilt seit jeher als machtvoller Heilstein mit einer tiefen spirituellen Bedeutung. Schon die alten Wikinger in Dänemark schätzten ihn als Schutzstein, der Krankheiten heilen, Schmerzen lindern und böse Geister fernhalten sollte. Sie trugen ihn als Amulett, um gestärkt und geführt zu werden. In der nordischen Mythologie spielt Bernstein ebenfalls eine wichtige Rolle. So soll er aus den Tränen der Göttin Freya entstanden sein, die sie aus Sehnsucht nach ihrem fernen Gemahl Odin vergoss. Dieser mythologische Hintergrund verleiht dem Bernstein eine tiefe emotionale und spirituelle Bedeutung. Doch nicht nur mythologisch, auch im täglichen Leben der Wikinger hatte Bernstein einen hohen Stellenwert als Heil- und Schutzstein. Und bis heute schätzen viele Menschen seine heilenden Eigenschaften. In der Steinheilkunde gilt er als Stein der Sonne, der Wärme und des Lichts, der uns dabei unterstützen soll, uns mit unserer inneren Sonne zu verbinden und unser inneres Licht zum Strahlen zu bringen. Astrologisch wird Bernstein oft mit dem Sternzeichen Zwillinge, Löwe und Waage in Verbindung gebracht, denen er seine besonderen Energien schenken soll. Aber im Grunde kann jeder Mensch die heilende Kraft des Bernsteins nutzen. Auf spiritueller Ebene steht Bernstein für das Sakralchakra, das unsere Kreativität, Lebensfreude und Sexualität repräsentiert. Der warme, sonnengleiche Farbton soll dieses Chakra aktivieren und uns dabei unterstützen, unsere schöpferischen Kräfte zu entfalten und ein erfülltes Leben zu führen. Mental soll der Bernstein klare Gedanken, Entscheidungsfähigkeit und Konzentration fördern, sowie Stress und negative Gedanken reduzieren.
In herausfordernden Situationen kann es helfen, einen Bernstein in der Hand zu halten oder auf dem Schreibtisch zu platzieren, um innerlich zur Ruhe zu kommen und sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Auch körperlich kann Bernstein wahre Wunder bewirken. In der Naturheilkunde wird er oft bei Erkrankungen der Haut, Atemwege und des Verdauungssystems eingesetzt. Er soll entzündungshemmend und schmerzlindernd wirken, sowie das Immunsystem stärken. Bei Hautproblemen kann schon das sanfte Streichen mit einem Bernstein oder die Anwendung von Bernsteinöl Linderung verschaffen. Und auch bei Atemwegserkrankungen und Verdauungsbeschwerden kann das Tragen von Bernstein am Körper wahre Wunder bewirken. All dies uralte Wissen über die Heilkraft des Bernsteins schien im Moment, als ich den Stein in Händen hielt, lebendig zu werden. Es war, als würde der Bernstein direkt zu mir sprechen und mich sanft darauf hinweisen, dass ich Unterstützung und Heilung erfahren darf, gerade jetzt, wo die kosmischen Energien durch die Sonnenfinsternis so machtvoll sind. Und je länger ich meinen Bernstein betrachte, desto mehr wird mir bewusst, dass er mich in meiner Ganzheit widerspiegelt. So wie der Stein aus dem Inneren der Erde kommt und die Farben der Sonne in sich trägt, darf auch ich mich daran erinnern, dass ich fest mit Mutter Erde verbunden bin und zugleich das Licht der Sonne in mir trage. Der Bernstein ist wie ein sichtbares Zeichen meiner eigenen inneren Kraft und Schönheit. Noch bin ich ganz überwältigt von dieser magischen Fügung, aber ich spüre, dass sie mein Leben nachhaltig verändern wird. Der Bernstein ist wie ein Schlüssel, der mich tiefer zu mir selbst führt und mir Zugang zu neuen Ebenen des Bewusstseins schenkt. Ich bin zutiefst dankbar für dieses Geschenk des Himmels und kann es kaum erwarten zu sehen, was er mir alles zeigen wird. Ihr Lieben, ich hoffe, meine Geschichte inspiriert auch dich dazu, offen zu bleiben für die Magie des Lebens. Vertraue auf deine Intuition und achte auf die Zeichen, die dir das Universum schenkt. Vielleicht liegt auch für dich schon ein ganz besonderer Schatz bereit, der nur darauf wartet, von dir entdeckt zu werden. Um die Heilwirkung und die Magie dieses Steines aufrechtzuerhalten, bedarf es auch einer Reinigung und Aufladung. Denn jeder Stein nimmt mit der Zeit Energien aus seiner Umgebung auf und sollte regelmäßig gereinigt werden, um seine volle Wirkung zu entfalten. Bernstein kannst du einfach unter fließendem Wasser abspülen und dann im Sonnen- oder Mondlicht energetisieren. Auch eine Reinigung mit Räucherwerk oder das Legen in Meersalz über Nacht wirkt wahre Wunder. Wichtig ist nur, dass du behutsam vorgehst und keine scharfen Reinigungsmittel oder zu heißes Wasser verwendest, um den empfindlichen Stein nicht zu beschädigen. Und keine Sorge, negative Auswirkungen sind bei der Anwendung von Bernstein nicht zu erwarten. Er gilt als sehr verträglicher und nebenwirkungsarmer Stein. Einzig bei einer Überempfindlichkeit oder Allergie solltest du vorsichtig sein und lieber mit kleinen Mengen und kurzer Anwendung beginnen. Denke immer daran, auch wenn Bernstein auf vielen Ebenen positive Wirkungen entfalten kann, so ersetzt er doch niemals den Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker. Bei ernsthaften Beschwerden hole dir bitte immer professionelle Hilfe und betrachte Steine lediglich als unterstützende Begleiter. Ihr Lieben, ich jedenfalls werde meinen Bernstein in Ehren halten und mich immer wieder an diesen magischen Tag der Sonnenfinsternis erinnern, an dem er mich gefunden hat. Ich spüre, dass wir alle geführt und beschützt sind, wenn wir uns nur für die Botschaften des Universums öffnen. Lass auch du dich ein auf die Magie und Weisheit der Steine und vertraue darauf, dass genau der richtige Stein zum richtigen Zeitpunkt zu dir finden wird.
Gemeinsam können wir uns immer wieder neu für die Schönheit und Wunder des Lebens öffnen und unser inneres Licht zum Strahlen bringen. Denn darum geht es wirklich, zu erkennen, dass wir selbst die Sonne sind, egal wie dunkel die Schatten manchmal erscheinen mögen. In diesem Sinne wünsche ich dir von ganzem Herzen alles Gute. Bleib neugierig und vertraue der Weisheit deines Herzens. Ich freue mich schon darauf, dich in der nächsten Folge wieder mit spannenden Themen und Erkenntnissen begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra von Bewusstsein TV.